Ja, schönen guten Tag. Willkommen zum heutigen Webinar, prozessorientiert zum erfolgreichen SAP-Projekt. Wir werden Ihnen ein Webinar zeigen in Kollaboration oder in Koordination mit einem guten Partner von der Software AG, der uns in sämtliche SAP-Projekte und prozessorientierte SAP-Projekten unterstützt. Deswegen freue ich mich heute, der Rüssel Gommersal von Business Process Experts bei mir oder bei uns heute willkommen zu heißen. Wir werden dieses Webinar heute im Prinzip zweiteilig machen. Zum einen werde ich Ihnen von Software AG Seite zeigen, wie Sie mögliche Tools und Vorgehensweise prozessorientiert einsetzen können, um Ihr SAP-Projekt erfolgreich umzusetzen. Und in einem zweiten Teil wird unser Partner das im Detail nochmal vorstellen, das mit Beispielen belegen und mit konkreten Anwendungsfällen und Zahlen Ihnen nochmal im Prinzip in Realität nochmal zeigen, wie das alles so gehen kann. Im Prinzip, warum lohnt es sich eigentlich, ein SAP-Projekt prozessorientiert anzugehen? Ich gehe davon aus, dass bei Ihnen in den Teilnehmern einige Leute schon SAP-Projekte früher umgesetzt haben und irgendwie hat das alles geklappt. Das stimmt auch, aber wir haben gemerkt oder Sie haben sicherlich auch gemerkt, dass das Thema Prozessorientierung helfen kann, in dem verschiedene Herausforderungen, die Sie in solche SAP-Projekten treffen können. Vor allem, speziell bei SAP-Projekten, hat man oft das Problem oder die Herausforderung, dass es zwei Seiten gibt, die an diesem Projekt interessiert sind. Also zum einen hat man die IT und zum anderen hat man den Prozessbereich, den Geschäftsbereich, die ja ganz andere im Prinzip Vorstellungen von diesem Projekt haben. Die IT möchte wahrscheinlich das ganze SAP-System und die Landschaft standardisieren, die wollen die Lösung kommunizieren, die möchten Best Practices einsetzen und umsetzen, damit die Leute das nutzen können. Und auf der anderen Seite haben sie Geschäftsbereiche oder Businessbereiche, die im Prinzip ihre Prozesse gern umgesetzt haben wollen. Die wollen im Prinzip sicherstellen, dass die Geschäftsprozesse transparent sind, dass sie auch qualitativ gut funktionieren. Das Thema End-User, Endanwender-Akzeptanz ist denen wichtig. Und möglicherweise wollen sie das Ganze schnell umsetzen, damit sie da mit dem System gut arbeiten. Und diese zwei Bereiche brauchen im Prinzip ein Tool, brauchen im Prinzip eine Lösung, damit sie ja gemeinschaftlich arbeiten können, damit sie das Ganze gemeinschaftlich umsetzen können und im Prinzip eine gemeinsame Sprache finden können. Und das Ganze kann man mit Software AG Tools sehr gut umsetzen, indem man diese Lösung von uns, Process-Driven SAP Management, Entschuldigung, das ist sehr englisch, also prozessorientierte Management von SAP-Lösungen einsetzt. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Sammlung oder verschiedene ARIS-Tools, die Sie in Ihrem Projekt anwenden können und nutzen können, damit das Ganze leichter, schneller, effizienter oder qualitativer über die Bühne geht. Was machen wir an der Stelle? Wir unterstützen alle möglichen SAP-Projekttypen. Also es ist für die Tools im Prinzip kein Problem oder kein Unterschied, ob Sie ein Implementierungsprojekt von SAP angehen wollen oder ob Sie ein Upgrade-Projekt angehen oder ob Sie bereits ein System haben und das Ganze in den verschiedenen Gesellschaften und Ländern ausrollen können. Das können wir in allen Fällen unterstützen und das unterstützen wir, indem wir den gesamten SAP-Projektlebenszyklus unterstützen. Angefangen von der Strategie und der Projektplanung, Aufsetzen eines SAP-Systems, Ziele definieren, die man mit der Einführung des SAP-Systems erreichen kann, etc. Dann geht das über das Thema Blueprinting, Prozessdesign. Schaut man sich die Prozesse an und die definiert man. Da gehe ich nochmal im Detail darüber nachher. Das Ganze will man natürlich auch informieren. Man möchte die Mitarbeiter im Unternehmen über die neuen Geschäftsprozesse informieren. Das wäre diesen Teil hier. Und auch schulen, damit die Geschäftsprozesse auch effizient ablaufen können und auch im SAP-System effizient ablaufen können.
Bevor das SAP-System auch überhaupt live geschaltet werden kann, muss man das Ganze auch testen. Und am besten macht man das auch prozessorientiert, damit man an dem Moment sicher gehen kann, dass auch wirklich der tatsächliche Geschäftsablauf, der tatsächliche wichtige tägliche Ablauf dann auch im System richtig umgesetzt ist und alle Anwendungsfälle ja wirklich unterstützt. Danach, wenn das System ja schon live ist, kommen natürlich andere Themen zum Tragen, wie die Lösung, die ja schon da ist, im Prinzip zu unterstützen, potenzielle Änderungsanforderungen nochmal mitzukriegen und auch in die Realität umzusetzen. Und das ist im Prinzip, womit wir von Software AG aus mit dem ARIS-Tool sie im Prinzip unterstützen können. Im Detail sieht das so aus, dass es ein paar Hauptfunktionen gibt, Hauptfunktionalitäten, die Sie da in Ihrem Projekt anwenden können. Zum einen gibt es ein spezielles Prozessdesign und Blueprinting-Unterstützung. Das Ganze wird unterstützt durch eine Schnittstelle mit dem SAP Solution Manager. Danach haben wir ein Tool, das sich Testdesigner nennt und Sie dabei unterstützt, Ihre Geschäftsprozesse, Ihre Testfälle prozessorientiert zu definieren und umzusetzen, damit Sie das auch in SAP vernünftig testen können. Und das Thema Training und Go-Live von der SAP-Lösung ist da auch mit unserem Tool dann im Moment unterstützt. Ich werde diese ganzen Themen jetzt nach und nach mal kurz erläutern, auch wirklich dann auf eine relativ grobe Ebene und nur ein paar Beispiele hier erwähnen, weil eben der Herr Gommersal uns das Ganze in der Realität nochmal zeigen wird und nochmal ein paar konkrete Beispiele von einem konkreten Kundenprojekt nochmal erläutern wird. Wenn wir auf die erste Phase gehen, SAP Prozessdesign und Blueprinting, das sage ich immer gerne, natürlich geht das auch direkt im System, das Customizing vorzunehmen. Das geht auch möglicherweise am Anfang ein bisschen schneller. Hat aber den Nachteil, dass Sie nicht genau sich die Geschäftsprozesse anschauen, die wirklich im SAP-System umgesetzt werden können. Und mit ARIS oder ARIS for SAP Solutions, um genauer zu sein, haben Sie an dem Moment eine Methodik, eine Struktur, die Sie dabei hilft, diese Geschäftsprozesse zu definieren, zu detaillieren, also bis hin zu Rollen, zu IT-Systemen, zu Verantwortlichkeiten, bis hin natürlich auch für SAP zu Transaktionen oder spezielle Programme, die da benutzt werden können. Das können Sie mit dem Tool machen und das hilft Ihnen dabei, das erwähnte ich auch anfangs, im Prinzip ein gemeinsames Tool, ein gemeinsames Dokument sowohl für den Geschäftsbereich wie auch für die IT zu haben, damit man sich gemeinsam zu diesem Prozess Gedanken machen kann und das Ganze gemeinsam definieren kann. Dazu kommen natürlich noch ein paar Beispiele im Nachhinein. Wenn Sie die Geschäftsprozesse definieren, können Sie das natürlich auf der grünen Wiese machen, je nachdem. Sie können sich aber auch Referenzprozesse von verschiedenen Anbietern nehmen. Es gibt von der SAP das Business Process Repository, was natürlich aber sehr SAP-lastig ist. Es gibt aber auch von der Software AG industriespezifische Referenzcontent, das Sie da wiederverwenden können prinzipiell und als Grundlage in ARIS nehmen können, um Ihre Geschäftsprozesse an der Stelle noch weiter zu verfeinern und weiter an Ihre Anforderungen und tatsächliche Abläufe anpassen zu können. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass man eine gewisse Vorgehensweise mit nutzt. Da hat die Software AG natürlich Möglichkeiten, das zu machen. Und da haben unsere Partner wie auch die BP Expert auch eigene Vorgehensweise, prozessorientierte Vorgehensmodell, um das Ganze auch richtig in die Realität umzusetzen und für Sie den größtmöglichen Nutzen dann nochmal zu erreichen. Wenn Sie diese Geschäftsprozesse mit dem Fachbereich in ARIS definiert haben, wollen Sie natürlich das in SAP übertragen. Und dafür gibt es ja eine Schnittstelle mit dem SAP Solution Manager, die Sie ermöglicht, alles, was Sie in ARIS definiert haben, in das Business Blueprint vom SAP Solution Manager zu übertragen. Dabei übertragen Sie die Prozessstruktur, dabei übertragen Sie die Rollen, dabei übertragen Sie SAP-Transaktionen und Reports, die dabei verwendet werden können. Und auf diese Grundlage können natürlich die SAP-Spezialisten anfangen, das System im Prinzip zu customizen oder Reports zu entwickeln, damit das SAP-System im Prinzip vorbereitet ist. Wichtig dabei zu wissen ist, dass die Schnittstelle natürlich bidirektional ist, weil
die Erfahrung hat ja gezeigt, dass manchmal auch IT und Business, wenn die Definition der Geschäftsprozesse abläuft, doch vielleicht hier und da ein paar Sachen im System nicht möglich sind und dann doch abgeändert werden müssen. Zum Beispiel, man denkt, um einen Auftrag anzulegen, werden wir die V101 nutzen können. Und man merkt in der Realität, dass vielleicht doch hier und da noch der Teufel im Detail steckt und man doch eigene Sachen braucht. Vielleicht eigene Kundentransaktionen, wie auch immer. Und diese Informationen oder diese Änderungen kann man dann auch direkt im SAP Solution Manager pflegen und dann zurück in ARIS übertragen. Damit hat man den Nutzen, dass man auch wirklich in beide Systemen die gleiche Informationsgrundlage hat und dann auch die gleiche Prozess, den gleichen Prozessstatus im Prinzip hat. Wenn Sie das gemacht haben, wenn die Geschäftsprozesse definiert sind, wenn das Ganze auch im SAP-System umgesetzt ist, ist natürlich wichtig, die Prozesse bzw. die Funktionalitäten im SAP-System zu testen. Das hat man auch früher gern gemacht, ohne prozessorientiert zu sein und einfach nur hier die VA01 getestet oder die M03. Es ist schön und gut, aber das beweist an dem Moment nicht, dass der Geschäftsprozess ja wirklich funktioniert. Und deswegen haben wir, das Software AG aus, ein Tool entwickelt, der ist Teil von dem ARIS for SAP Solutions Produkt. Er nennt sich Test Designer. Und dieser Tool ermöglicht auf Basis der Geschäftsprozesse, die bereits ja definiert sind in ARIS, Testfälle zu kreieren, anzulegen. Bedeutet in der Realität, dass ein Endanwender oder ein Power-User sich in ARIS hinsetzt und sich durch den Prozess durchklickt, wie man das hier ein bisschen sieht, und definiert, für den Testfall A werde ich jetzt vielleicht diesen rechten Pfad zuerst gehen. Das ist ja ein ganz wichtiger Pfad, der kommt immer wieder vor. Dann definiert er einen zweiten Testfall, dann definiert er einen dritten Testfall und so weiter und so fort. Und das kann dann jeder, im Prinzip jeder Spezialist für seinen Bereich machen und auch potenziell Testdaten anlegen etc. Und das Ganze wird dann übertragen in Solution Manager, in die Test Workbench und von dort aus getestet. Da hat der Kollege auf jeden Fall nachher ein paar sehr schöne Beispiele und Zahlen, wie hilfreich das Ganze ist und wie viel schneller man im Prinzip dadurch ist, dass man die Prozessmodelle aus ARIS wieder verwendet. Und man ist ja auch nicht nur schneller, sondern qualitativ hochwertiger, weil man wirklich sicher gehen kann, dass dieser eine spezielle Geschäftsprozess funktioniert. Und da hat man keine böse Überraschung beim Go-Live. Das Ganze, das ist nur eine Nebeninformation, funktioniert mit dem SAP Solution Manager, aber auch eben mit anderen Testmanagement-Tools, so wie zum Beispiel den HP Quality Center. Ja, wenn die Lösung fertig ist, getestet ist, das geht ja kurz vor dem Produktivstart, dann sollen ja natürlich die Geschäftsprozesse geschult werden. Und zwar auch nicht nur hier die einzelne SAP-Transaktion, sondern wirklich den Gesamtgeschäftsprozess mit SAP im Hintergrund, mit SAP als Grundlage. Und wir mit ARIS für SAP ein paar schöne Tools, die Verbindung zwischen Geschäftsprozess und SAP-System wirklich in der Realität umsetzen. Das heißt, Sie haben hier in ARIS zum Beispiel Ihr Geschäftsprozess, gehen in der Schulung den Geschäftsprozess durch und erläutern, wie das funktioniert, welche Abteilungen beteiligt sind, welche Dokumente da benutzt werden und auch eben, welche SAP-Transaktion eher zur Anwendung kommt. An diesem Moment können Sie wirklich direkt vom Geschäftsprozess hier in die entsprechende SAP-Transaktion abspringen und das Ganze dann auch en Detail nochmal schulen und erklären, welches Feld für welchen Anwendungsfall etc. benutzt werden kann, sodass Sie wirklich beide wichtige Informationen an dieser Schulungen haben können, Informationen über den Prozess, aber auch eben über SAP. Das geht andersrum. Das heißt, in der Realität, nach der Schulung, Produktivstart ist ja durch und dann sitzt ein Anwender vor seinem System, hat die VA01 offen und weiß nicht mehr, wie es geht oder wie der Geschäftsprozess genau war. Da kann er auch genau andersrum vom SAP-System aus über die F1-Hilfe direkt in die entsprechende Prozessinformation in ARIS abspringen. Das Ganze hilft sowohl, wie gesagt, vor dem Produktivstart, bei den Schulungen, aber auch eben im tagtäglichen Ablauf, damit man da wirklich Informationen bekommen kann zum SAP-System.
Ja, der Produktivstart möglicherweise ist jetzt gut gelaufen und Sie wollen das System ausrollen. Sie wollen das System vielleicht in anderen Ländern oder andere Gesellschaften oder Bereichen übertragen. Da ist im Prinzip einfach wichtig zu wissen, dass ARIS Ihnen dann Tools an die Hand gibt, damit Sie sowohl ein zentrales Template, eine zentrale Vorlage der Geschäftsprozess verwalten können, wie aber auch lokale Variationen von diesen Geschäftsprozessen, die bestimmte Rechtsvorschriften oder buchhalterische Vorschriften von bestimmten Ländern oder Produkten unterstützen können. Das Ganze geht auch in Synchronisation mit dem SAP Solution Manager, sodass Sie das auch an der Stelle unterstützen können. Noch ein kurzes Wort dazu. Wir unterstützen auch das Thema Change Request Management, indem Kollegen, die die Geschäftsprozesse kennen, die Anmerkungen zu den Geschäftsprozessen haben oder Verbesserungsvorschläge zu den Geschäftsprozessen haben, das auch wirklich abgeben können und das ganze Workflow gestützt im Prinzip weiter verarbeitet werden kann und dann das System sich immer weiterentwickeln kann, weil es eben nicht so bleibt wie an dem Tag von dem Produktivstart erfahrungsgemäß. Wie ich eben erwähnte, wollte ich Ihnen im Prinzip nur einen großen, groben Überblick über die Möglichkeiten zu dem Thema geben und würde dann sehr gerne an meinem Kollegen Gamasal übergeben, Entschuldigung, damit er Ihnen das auch in der Realität und mit wirklich konkreten Kundenbeispielen im Prinzip weiter erläutern kann. Ich muss nur noch einen kleinen Klick machen, damit er auch präsentieren kann. Und dann ist es soweit. Jetzt bist du dran. Wunderbar. Guten Morgen zusammen und vielen Dank, Sophie, für die Einführung in das Thema. Und ich freue mich auch hier heute einfach mal einen Anwendungsfall zu zeigen, wo wir von den vielfältigen Capabilities, von der eben gerade berichtet worden wird, wo wirklich alles oder ich denke doch schon fast umfassend alle Capabilities in einem Projekt auch mal zusammengekommen sind. Das ist ja bei so einer komplexen Thematik und gerade bei großen Projekten häufig das Thema, wenn man Referenzen sucht oder so einen Anwendungsfall sucht, dann hat man manchmal Teile davon umgesetzt, vielleicht nur das Design oder vielleicht irgendwie so in Richtung von Testen. Aber dass man mal wirklich alle Capabilities in Zusammenwirkung wirklich in einem Projekt auch mal unterbringen kann, das hat man nicht so häufig. Deswegen freue ich mich wirklich über diesen Case. Darüber hinaus ist es, was ganz spannend in dem Case ist, ist einfach, dass wir hier einen Kunden haben, das ist die Firma Siegwerk, die sitzt in Siegburg und macht Druckfarben, mit dass sie mit ihrer Größe von ungefähr 5000 Mitarbeitern und ungefähr einer Milliarde Umsatz eben so ein gehobener Mittelstand darstellt, weil häufig bei solchen, ich sag mal, sehr ausgewieften Methoden man sich ja fragt, ist das nicht eigentlich ist das nicht zu oversophisticated für uns, weil wir ja nicht ganz so groß sind wie vielleicht ein globaler Konzern. Aber wir sehen verstärkt, dass wirklich so größere Mittelständler aus der Vergangenheit heraus wirklich auch stark global gewachsen sind, eine Komplexität mittlerweile haben, auch im internationalen Umfeld, dass sie an sich die gleichen Herausforderungen haben wie globale Konzerne. Das heißt, sie sitzen mit unterschiedlichen Produktionsstandorten weltweit verteilt, müssen auch Kollaboration, Intercompany-Business fahren und haben aus der Historie heraus einfach unterschiedliche Systemlandschaften, Prozesslandschaften, Organisationen, die im Zuge der Effizienz an sich in Stabilisierungs- und strategischen Standardisierungs- und Harmonisierungsprozessen Projekten zusammengefahren werden. Das ist bei Siegwerk auch so. Insbesondere auf dem Hintergrund, dass die Druckfarben historisch gesehen stark in Zeitschriften, Katalogumfeld zum Einsatz gekommen sind. Dieses Geschäft ist eher zurückgegangen über die Jahre und es wurde schon ersichtlich, dass die Sparte, die Druckfarben für Verpackungen herstellt, dass das eigentlich der Zukunftsmarkt ist und das hat die Geschäftsführung erkannt, entsprechend auch strategisch sich aufgestellt und ist dann über einen relativ kurzen Zeitraum dann stark gewachsen. Was man hier auf dem Bild sieht, sind dann die unterschiedlichen Standorte. Die Standorte, das sind nicht alles immer um den Produktionsstandort, da komme ich gleich nochmal drauf. Es gibt also schon auch da in der Struktur, wie sie regional verteilt ist, schon auch eine Heterogenität. Und die rot markierten Länder, das sind die Länder, in denen man sich mit SAP-Projekten probiert hat. Das heißt, das waren die ersten Länder, die dazugekommen sind in dieses Siegwerk.
Verbund, die zum Teil SAP mit hatten oder wo man dann das Hauptsystem am Hauptstandort dann ausgerollt hat. Das heißt, man hat eine sehr IT-getriebene Initiative durchgeführt, die dann auch in der Ausführung von dem, was dort implementiert wird, sehr stark dann auch beeinflusst worden ist durch die lokale Organisation. Und dementsprechend hat man gemerkt, das führt uns nicht zum Ziel. A, es dauert sehr, sehr lange. Es gibt viele Diskussionen, was wirklich dann halt in dem Prozess oder in dem System dann wirklich abgebildet wird. Und man setzt eigentlich immer wieder ein neues Projekt auf. Und im Endeffekt, ein IT-Projekt muss eingebettet werden in eine strategische Initiative. Und das ist auch das, was Siegwerk ins Leben gerufen hat mit dem One-World-Programm. Das gibt es sicherlich bei sehr, sehr vielen Unternehmen, über natürlich solche Initiativen, wo SAP letztendlich auch ein Mittel zum Zweck ist, dann wirklich die Prozessstandardisierung und Harmonisierung durchzuführen. Und so auch bei Siegwerk, das heißt, man hat wirklich ein Business-Programm ins Leben gerufen, das wirklich diese globale Kollaborationsplattform ins Leben rufen will. Und dass dort wirklich dieser Scope an Prozessen dann wirklich für diese 2400 SAP-User dann in den 31 Ländern möglichst schnell, möglichst standardisiert zur Verfügung gestellt werden soll. Und wie ich eben schon erwähnte, das ist also dieses Thema integrierte Prozesse auf der Basis von SAP ist eingebettet in eine Business-Strategie. Das heißt, man will qualitativ und von der Zuverlässigkeit in Richtung des Kunden dann wirklich eine Spitzenposition einnehmen. Das tut man vom Umsatz her, sondern unter den Top 3 auf jeden Fall, je nachdem, welche Region auch zum Teil Spitzenreiter. Und man sieht, dass für die Zukunft man das weiter ausbauen muss. Das heißt, man muss weiter wachsen. Man muss in seine Logistikketten dann halt dort eine Exzellenz erreichen, die verbessern. Natürlich dann aber auch solche Themen wie Skills und natürlich auch also Margen, Absicherung, dass man solche Themen auch umsetzen muss mit der eben dem richtigen System und den richtigen Prozessen. Und das war eigentlich der Startpunkt dann wirklich für ein richtiges klassisches Template-Projekt, wo wirklich dann halt das Ganze geführt wird von dem Business. Und man dort im Zuge dessen auch gesagt hat, das müssen wir prozessorientiert machen und müssen auch im Zuge dessen auch eine Prozessmanagement-Organisation aufbauen, die das ganze Thema dann auch vorantreibt. Nun hatten wir ja eingangs auch darüber gesprochen, dass ja man sagt, ja, so Capabilities, die bringen einen Profit, aber im Endeffekt für jeden, der sich für so ein Thema entscheidet, anspruchsvolle Methoden und Tools einzusetzen, ist es erstmal ein Invest. Das heißt, also das Thema Process-Driven Implementation versus Technical Implementation, wenn man das über den normalen Lifecycle von Preparation, Blueprint, Konfiguration bis hin dann zum Go-Live sich anschaut, bedingt ist, dass man in dieser frühen Phase, insbesondere in der Vorbereitung, im Blueprinting, dass man dort im Vergleich zu dem, wir gehen direkt IT-orientiert los, dass man dort einen Invest hat, einen höheren Aufwand hat, der sich aber dann, so hier das schöne Chart erstmal, dann irgendwann mal in einen Return dann halt auch wirklich umdreht. Und genau das war eigentlich ein Verkaufsargument, aber da kam natürlich der Kunde und sagte, das will ich aber auch wirklich dann im Zuge des Projektes wirklich verfolgen, was denn wirklich dabei rauskommt. Weil das Schöne ist, dass er wirklich an einigen Beispielen wirklich ganz klar sagt, das haben wir vorher gebraucht an Zeit und das brauchen wir jetzt an Zeit und dass man das hochrechnen kann. Und ein Aspekt, der im Endeffekt hier dargestellt ist, dass so wie es hier vom Lifecycle dargestellt ist, das ist für Template-Projekte ja nur die halbe Wahrheit. Weil im Endeffekt ist dann wirklich nach dem ersten Go-Live eines Piloten geht dann die Reise erst los, dass man wirklich dieses Template in unterschiedliche Länder ausrollt. Und da ist natürlich auch die Herausforderung, diese Standards, die man im Template definiert hat, weltweit möglichst zusammenzuhalten, möglichst effizient einzuführen, aber auch, wo man bestimmte Tätigkeiten wie die Konfiguration, ja, das Testen, das Training, das Go-Live, dieses ganze Thema des Scopens, dass man das wirklich immer und immer wieder macht. Je nachdem, wie viele Länder oder Regionen man hat, in denen man das Ganze ausrollt. Und hier ist dann eben diese Vorbereitungsphase, dass man in der Lage ist, aufgrund der Methoden eine Art Industrialisierung der Rollouts aufzusetzen. Dadurch ist es so, dass man dann wirklich über dieses Gap, was hier ist, also den Gewinn, dass man die nicht nur einmal einfährt, sondern meinetwegen bis zu 30 Mal einfährt. Das heißt also auch, wenn diese Kurve sehr nah beieinander liegt, dann ist es trotzdem die Summe über alle Rollouts, die man dann wirklich dann unterm Strich dann halt als ROI dann betrachten muss. Das wollen wir dann im Näheren auch mal betrachten.
Das heißt, gehen wir mal jetzt mal los, dass wir also hier, was ich angesprochen habe, diese Global Template Design Projekt, das ist so dann erstmal der erste Schritt, bis man dann wirklich seinen Piloten hat, das war in diesem Fall in Malaysia. Und dann hat man dann wirklich die Roll-Up-Projekte. Und für jedes dieser Roll-Up-Projekte, hier haben wir zeitweise parallel gefahren, als wir dann in Richtung EMEA und Asien gegangen sind, hat man wirklich dann eben genau diesen Industrialisierungseffekt. Man hat nicht die Teamgröße, man hat nicht die Zeit, um dann wirklich immer wieder auf Schritt 1 zu gehen, sich Gedanken zu machen, wie man rangeht, sondern es muss schnell und effizient wirklich die wiederholenden Tätigkeiten müssen dann durchgeführt werden. So, zum Invest. Ein Invest ist natürlich, dass man, wenn man auch so in das Thema einsteigt, dass man wirklich so einen Prozess Repository aufbauen muss. Das heißt, das Design muss sauber in einer Architektur abgebildet werden. Eben auch angesprochen, mit ARIS gibt es auch zahlreiche Referenzmodelle. Auch hier ist wirklich das ARIS ITR von der Software AG zum Einsatz gekommen. Und man kann viel darüber diskutieren, inwieweit das wirklich genau eins zu eins das Business widerspiegelt oder ob man da oder da anders ist. Fakt ist aber, was es unheimlich beschleunigt, ist, dass man von vornherein das klare ein Framework hat, ein Rahmenwerk für die Architektur. Das heißt, also, wie man Best Case oder eigentlich nach Best Practice wirklich seine Ebenen aufbaut, wie man dann typischerweise auch als Vorlagen dann halt ein End-to-End-Szenarien schneidet. Das heißt also dann auch wirklich auf der untersten Ebene, wie typischerweise solche Prozesse aussehen sollten. Das heißt von der Granularität bis hin zu den Elementen, die dort enthalten sein sollten und wo man dann halt einfach auch darauf verzichten kann. Das heißt, sehr pragmatisch an diese Ebene 3 rangeht, sagt, welche Prozessschritte brauchen wir, um eben genau diese Themen im SAP-Projekt abzudecken, hat man hier dann wunderbare Vorlagen. Es wurde auch bei dem Projekt, wurden dann auch andere Modelle herangezogen, in Richtung von KPIs, aber auch in Richtung von Score, um einfach die Struktur nochmal abzugleichen, ob man hier richtig unterwegs ist und hier auch wirklich Best Practices hat. Fakt ist einfach auch, dass für so mittelständische Unternehmen für solch ein Projekt dann der Invest, solch eine Architektur, dann hier Repository aufzubauen, dann im Endeffekt eine machbare Aufgabe ist. Und unten dargestellt ist einfach mal für die unterschiedlichen Bereiche, das ist also D2D, Design to Deploy, also Neuproduktentwicklung. Dann hat man das ganze Thema Financials, das MTE bei Siegwerk, Order to Cash, also die ganzen Logistik und Sales. Dann hat Supply Chain Management, das Ganze eher so auch in Richtung von dem Forecast to Plan, von dem Lagerhaltung, das ist dann eher I2O. Plan to Produce ist dann die Produktion. Und Procure to Pay, das ist dann der ganze Einkauf, da hat man die unterschiedlichen Bereiche, so ein bisschen den Überblick dann, wie viele Prozesse man letztendlich dann halt innerhalb des Repositories aufgebaut hat und was darunter hinter an Schritten da entsprechend auch zum Teil Transaktionen oder viele Transaktionen sind und auch die Business Rules. Die Business Rules möchte ich hier auch kurz ansprechen, weil das schon ein wichtiges Thema ist, es ist ein Business-Projekt und die Rational darüber, warum ein Template oder warum ein Szenario so existiert, warum ein Prozess so aufgesetzt ist, der verbirgt sich hinter der Strategie und der Link zur Strategie wird hier stark über Business Rules durchgeführt. Das heißt, man hat hier jetzt mal, wirklich dann die Regeln, nach denen man wirklich dann arbeiten will, auch verankert, die später auch dann helfen, dass das Template bei den Roll-Offs zu argumentieren. So, das ist der eine Invest. Also das heißt, man muss einen Content aufbauen, den man wirklich damit im Business abgestimmt dann einführen will und man muss natürlich die technische Infrastruktur aufbauen. Also in diesem Fall, ähnlich wie beschrieben, haben wir wirklich dann eine ARIS-Plattform für diese ganze Seite der Business-Prozess, des Prozessmanagements, hat aber auch dann die Integration zum SAP Solution Manager, wo im Endeffekt diese Strukturen, also alle Prozesse mit den Prozessschritten dann wirklich synchronisiert werden mit dem SAP Solution Manager, aber auch wenn auf der SAP Solution Manager Seite zum Beispiel Transaktionen geändert werden oder Z-Transaktionen dazukommen im Zuge des Solutioning, werden die auch wieder zurückgegeben, dass sie sauber eingeordnet werden können innerhalb der ARIS-Prozesse. Auch hier bei diesem Projekt die Test-Workbench eingesetzt, das heißt, also es gibt nicht nur das Implementierungsprojekt, sondern auch sind auch dedizierte, das ist im SAP Solution Manager so eine eigene, ja, so ein eigenes Testprojekt, so heißt das, wo die Test-Packages auch hier generiert. Das gehe ich nachher noch ein bisschen darauf ein, wie wir das gemacht haben. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch die Anbindung von SharePoint, weil man dort also die klassische Projektumgebung für Dokumente auch gewählt hat.
Und da gibt es auch einen Link von Ares zum SharePoint, aber auch vom SAP Solution Manager zum SharePoint, um halt die unterschiedlichen Implementierungsdokumentationen dann hier auch nachzuführen. Einmal aufgesetzt, ist das Ganze stabil und auch skalierbar, dass man hier wirklich dann halt diese globalen Projekte auch dann sehr gut unterstützen kann. Was auch im Zuge von, und das ist vielleicht schon in Richtung von einem Return, hat man diese Architektur sauber aufgebaut, kann man rangehen und auch schon planerisch dann wirklich auch diese unterschiedliche Rollouts und die Strukturen in seinem Unternehmen nach den unterschiedlichen Operating Models kann man schon strukturieren. Typischerweise wird ein global galaktisches Template aufgesetzt. Da sind alle Prozesse drin, die man vielleicht braucht. Aber wenn man dann wirklich in der Realität vom Headquarter optimalerweise, wo man da den Piloten gemacht hat, dann in die Länder geht, dann sieht man, dass die zum Teil nur eine Vertriebsgesellschaft haben. Oder sie haben wirklich nur ein Verteilerlager, also ein Lager mit Lagerhaltung. Oder sie haben vielleicht nur eine Assembly, in diesem Fall diese Blending Center. Da werden eigentlich die Hauptprodukte nur gefertigt im Sinn, dem Sinne, dass sie für den Kunden abgemischt werden und die werden beliefert von einem Center of Excellence. Das heißt, sie haben schon ein komplexes Netzwerk und wenn sie in die Länder gehen, dann haben sie dort unterschiedliche Standorte, die unterschiedliche Strukturen haben. Je mehr sie aber in der, und das ist das, was Ares wirklich mitbringt, anhand ihrer Szenarien, die sie definiert haben, ein Pre-Scoping machen können, dass sie sagen können, wir haben unterschiedliche Standorttypen. Und da können wir von vornherein an sich schon sagen, was auszuschließen ist an Scope, weil es ein klares Operating Model darüber gibt. So hat man dann im Endeffekt aus diesem gesamten Repository schon eine Präselektion des Scopes, der dort wirklich zum Einsatz kommen kann. Dementsprechend auch ein anderes Team, dementsprechend auch eine andere, vielleicht verkürzte Vorgehensweise, eine andere Projektlaufzeit. Und das hilft Ihnen dann auch wirklich von den Teams und von der Vorbereitung der Rollouts hier ein klareres Bild zu schaffen, was wirklich in den einzelnen Teilprojekten Rollout dann zum Einsatz kommen soll. In jedem dann dieser Rollout, also ich durchläuft man ja auch wieder so ein eigenes kleines Projekt und natürlich ist es so, dass man da seine eigene Vorgehensweise hat, also typischerweise von der Vorbereitung bei der Fit-Gap-Build-Test-Go-Live bis zum Hypercare. Und dort gibt es dann die unterschiedlichsten Arbeitspakete, die auch bei der IT-Infrastruktur anfangen, die man weit im Voraus natürlich erstmal schaffen muss, damit man darauf das SAP einführen kann. Und entlang dieses klassischen Rollout-Lebenszykluses gibt es dann die unterschiedlichen Arbeitspakete. Und hier habe ich einfach mal markiert, wo ganz klar dieses Thema Process-Driven SAP wirklich ein absoluter Accelerator war. Und das fängt dann halt, wie schon ein bisschen auch beschrieben, und das war vorher bei der Site Verification und Process Scenario Pre-Selection an, dass man also bevor man in die Länder geht, schon sehr schnell anhand der Prozessmodelle mit dem Business vor Ort dann diskutieren kann, warum man bestimmte Standorte auch ein bestimmtes Pre-Scoping dann halt auch festlegt, also was das Operating Model von Ihnen ist, was dann die entsprechenden Prozesse sind, was der Scope des Projektes ist. Und im Zuge dessen kann man dann auch wirklich die Key-User und die Consultants, die lokalen Consultants vor Ort, dann auch wirklich einordnen auf das Template mit den Business Rules, auf das Ganze verargumentieren und ihnen sehr gut nahebringen aus einer Business-Sicht, warum der Sinn und Zweck dieser Prozesse ist und warum das so auch eingeführt wird. Und der Scope steht dann auch klar. Das macht man typischerweise mit aus dem ARES herausgezogenen Business Process Master List, mit dem man dann wirklich auch dann halt eigentlich auch im Workshop gut arbeiten kann. Das kann man sagen, Excel Liste, das kann ja jeder, bestimmt zum Teil auch. Wichtig ist aber, dass auch hier Arbeitsergebnisse, die für zum Beispiel für das Scope dann auch wirklich festgehalten werden, auch immer wieder zurückgespielt werden ins ARES. Das heißt, es gibt auch ein für jedes Rollout ein eigenes lokales, länderspezifisches Scope, das heißt auch ein Prozessmodell, wo dann halt auch der Scope festgehalten wird, daraus dann ein eigenes Implementierungsprojekt und Solution Manager angelegt wird, aber auch später, dass der nächste Schritt dann auch Fit Gaps auch wirklich dokumentiert wird. Das heißt, ARES bietet die Möglichkeit, dann Exporte zu machen, dass man mal so eine Arbeitsgrundlage hat, um in dem Workshop zu arbeiten, aber auch die Möglichkeit hat, dann die Ergebnisse dann wieder zurückzuspielen, dass man immer wirklich einen Single Point of Truth hat, der dann wirklich über mehrere Jahre lang konsistent auch vernünftig auch gewartet werden kann. Weil ein Excel hat eine ähnliche Lebensdauer, kann modifiziert werden und dann hat man dann nachher dann 5 unterschiedliche Arbeitsstände.
Dementsprechend auch diese Fit-Gap-Sessions oder so, wo man wirklich dann halt in der Diskussion natürlich auch in den Prozessmodellen zum Darstellen, aber auch wirklich die Thema der Business Rules und der anderen Themen hier wirklich auch die Möglichkeit hat, die Gap zu identifizieren, zu beschreiben, zu klassifizieren und die auch in das ARES dann wieder zurückzuspiegeln, wo man dann auch wirklich Entscheidungen darüber fällen kann, ob man dann wirklich diese Gaps wirklich, wie man sie schließt, ob das vielleicht eine lokale Variante sein muss, dass man wirklich dort in ARES dann halt einen lokalen Prozess anlegt und dort immer die Transparenz darüber hat, welchen Grad der Standardisierung hat und welche lokalen Prozesse hat man hier vorgelegt. Und hier ist eine Aussage vom Kunden, dass er sagte, dass sie vorher diese Fit-Gap-Sessions deutlich unstrukturierter vielleicht hatten, dass sie häufig auch von der Terminologie her immer wieder neu aufsetzen mussten, was ist ein Prozess und wo fängt er an und wo endet er. Dass hier wirklich das Thema der Fit-Gap-Sessions wirklich drastisch reduziert wurde, wo sie früher 5 Wochen diskutiert haben mit den Kunden und das erarbeitet haben, sind sie heute mit diesem Ansatz wirklich, schaffen sie das ohne, also schaffen sie es durch die Bank weg in 2 Wochen. Also hier schon eindeutig schon ein direkter Return. Ein anderes Thema, was sich dann auch aus diesem Prozessmodell auch direkt ergibt, nach dem Pre-Scoping, nachdem das festgelegt ist, dass wir an die Rollen dann wirklich auch die dedizierten SAP-Autorisierungsgruppen auch mit modelliert haben. Das bedeutet, dass wenn man dann im Zuge der Rollouts dann wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier und die Prozesse, wir haben hier und diese Rollen, welche User werden welche Rollen nachher wahrnehmen, dass man daraus dann 1:1 dann die SAP-Autorisierung für die User ableiten kann. Und das war auch ein Thema, das früher immer sehr hemmsärmlich angegangen worden ist und auf Grundlage dieses prozessorientierten Vorgehens dann dazu geführt hat, dass wirklich der Aufwand wirklich von 2 Wochen ich sag mal, rumfummeln, in strukturierte 2 Tage Arbeit dann halt übergegangen ist. Also hier auch eine deutlich höhere Effizienzsteigerung, aber vor allem auch eine deutlich, wird viel klareres Vorgehen, dass wenn jetzt auch ein Audit vor dem Haus ist oder jemand nachfragt, man sehr klar nachweisen kann, warum jemand welche Autorisierung hat, weil sie sich eindeutig ableiten auf den Rollen, Prozessrollen, die er dann im Unternehmen wahrnimmt. Fall ist die Herausforderung selbstverständlich immer in kleinen Unternehmen, dass man dann einen hat, der Einkäufer und Produktionsleiter und vielleicht ist und man da natürlich auch dann sicherstellen muss, dass er nicht dann zu viele dann Rechte kriegt oder wenn, dass es einem bewusst ist, dass man vielleicht zusätzliche mitigierende Maßnahmen einführt, um diese Person zu kontrollieren, wenn er dann halt Bestellungen anlegen und freigeben kann in einer Hand, da muss man dann eben das entsprechend dann halt mitigieren, aber man sieht es hier an dieser Stelle auch. Dann kommt das Thema Testens auch im Lifecycle. Also hier haben wir, denke ich, auch von dem, was der Kunde sagt, für sich auch eine deutliche Steigerung der Effizienz, aber natürlich auch deutliche Steigerung der Klarheit, auch was das Testen angeht. Die Vorgehensweise ist so, dass wir wirklich von vornherein beim Testen gesagt haben, die unterste Ebene, auf der wir wirklich dann Test Cases definieren wollen, ist dann der Prozess, so wie er von der Granularität im Prozessmodell abgebildet ist. Mit dem Testdesigner, wie eben angerissen, definieren wir dann wirklich die zu testenden Pfade. Nicht jeder Pfad macht Sinn, sondern es wird wirklich vom Business festgelegt, das sind wirklich die Test Cases und das ist der Standardpfad und das sind so die Exceptions, die ich zum Beispiel im Zuge eines funktionalen Tests wirklich durchführen muss. Und dann sind die definiert, mit Reports werden dann die Testskripte angelegt und das Ganze wird synchronisiert zum Solution Manager, dass man dort wirklich diese Testelemente dann wirklich im Solution Manager vorliegen hat. Spannend ist aber dann auch, wenn man sagt User Acceptance Test. Da will man ja end-to-end dann wirklich dann halt auch testen. Und dann ist es ganz einfach, dass wir angelehnt an die definierten Business End-to-End-Szenarien aus dem Pre-Scoping dann von vornherein ein Set an End-to-End-Tests haben. Und die setzen sich zusammen aus dann, wie an der Perlenkette, den einzelnen Test-Cases, die man hier dann hier schon vorher definiert hat für die Funktionalität. Und natürlich muss man dann natürlich für jeden Prozess gibt es dann 2, 3 Testcases und dann muss man natürlich in einem Zusammenschnüren der End-to-End-Tests sagen, machen wir das Standardfall, 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 Standardfall und welche Varianten von End-to-End-Tests noch fahren, wo wir bestimmte Exceptions dann auch mit einbauen, um das Ganze auch dann durchzutesten. Aber sind die erstmal einmal definiert und das haben wir dann einmal für den Piloten dann gemacht und durchexerziert, dann ist es nachher nur noch bei einem Rollout ein Thema des Scopens und dann eines Copy-Pastes, um dann wirklich das Testpaket anzulegen für diesen Rollout.
Also hier ist dann wirklich auch diese Testvorbereitungsphase, wurde dann von 1,5 Wochen pro Rollout dann wirklich auf 1,5 Tagen dann reduziert. In der Durchführung, selbstverständlich auch durch den Einsatz vom Solution Manager, natürlich unabhängig von ARIS, ist es dann aber auch so, dass wir durch die Integration natürlich dann hier dann wirklich die Testskripte abfahren können. Das heißt, man kann von der Zentrale aus dann wirklich auch dann die Meldungen, die auftauchen, wenn es Fehler gibt. Man kann von dem Testwork dann direkt in die Transaktion steigen. Man kann die Testdokumente, die von ARIS als ARIS Report erzeugt worden sind und dann im Solution Manager übergeben worden sind, kann man direkt aufrufen und kann so dann wirklich die Tests dann sehr strukturiert durchführen. Wie gesagt, das ist ein klassisch SAP Testmanager, aber das Füllen dann wirklich mit solchen sauberen Testcases, die auch eine Anlehnung haben an einen Prozess, der vorher kommuniziert worden ist, das ist der wesentliche Unterschied. Wo vorher, wenn so eigene Testabteilungen sich dann Tests ausgedacht haben, dann sehr, sehr häufig, ja, wie kriegt man das hin, dass es konsistent ist mit dem, was die Business-Leute und die vielleicht auch die Customizing-Leute den Leuten dann kommunizieren. Also hier wirklich dann als Achievement dann festgehalten, ohne da jetzt einen direkten Return dran zu schreiben. Online-Tracking von Test Progress und Results, inklusive Bugfixing und Monitoring, das heißt, da ist der Incident dann auch von da aus direkt ausgelöst. Okay, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf. Einfach mal im Endeffekt an den Prozess Lebenszyklus für so eine mittelständische Firma, der wirklich dann diese Capabilities von ARIS voll nutzen wollte, einfach mal dargestellt, an welchen Stellen wirklich er eine signifikante Änderung und Verbesserung gesehen hat. Selbstverständlich könnte man auf jedes dieser einzelnen Themen, auch vor allem zum Testen, könnte man da natürlich ein eigenes Webinar machen, aber da denke ich mal, kann sie jederzeit dann auf uns zukommen und sowas, dass sie nochmal detailliert Details zu den Funktionen, Capabilities von der Software jeweils zeigen oder wir auch direkten Referenzbesuch mit dem Kunden organisieren können. Der ist sehr offen dafür, für den Austausch auf der Ebene, dass man wirklich sich hier austauscht, was Methoden angeht, Vorgehensweisen angeht und vor allem auch, was, sage ich mal, den Return dieser Capabilities so mit sich bringt. Ja, ich weiß nicht, Josephine, möchtest du Ja, das mache ich. Vielen lieben Dank erstmal für Beispiel. die spannenden Beispiele und die ganzen Detailerfahrungen. Ich denke, das ist auch was das Webinar heute wirklich spannend macht. Ich wollte einfach nur zwei, drei Themen nochmal hervorheben, also die ja auch wirklich diese Benefits, die wir ja immer erläutern und behaupten, das wäre ja ein Vorteil, wenn man das macht, würde ich gerne anhand von zwei, drei von deinen Beispielen nochmal übernehmen. Ich denke, beim Thema Qualität und Transparenz ist, glaube ich, ganz klar geworden, dass das Thema Testen und prozessorientiert Testen da eine wesentliche Rolle spielt. Und ich habe mit Freude festgestellt, dass tatsächlich die Testvorbereitungen von 1,5 Wochen auf 1,5 Tage dann in diesem speziellen Projekt runtergegangen sind, was natürlich eine ganz tolle Sache ist. Was ich auch notiert habe, was ich auch ganz spannend fand, gerade im Bezug auf Agilität und Prozessanpassungen und Rollenanpassungen, ist natürlich das Thema Berechtigungsrollen und Definition von diesen Rollen in ARIS und eher die Übertragung ins SAP-System, sodass die Rollen dann auch entsprechend sauber und gut verwaltet werden können. Spannend fand ich auch das Scoping durch die Business Process Master List, was basierend auf einem Export von ARIS basiert ja in diesem Projekt, die ja auch für ganz großen Nutzen da bei dem Kunden gebracht hat. Auch die Effizienz bei diesem Rollout und bei den Standorten, also dass es unterschiedliche Standorte gab und dadurch, dass man die prozessorientierte Vorgehensweise genutzt hat, ja gewisse Standardisierung und Harmonisierung erreichen konnte. Und da waren auch ja sehr schöne Zahlen, was die Reduzierung der Projektlaufzeiten und der Qualität angeht. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür und ja nochmal der Hinweis von Vielleicht noch, meiner Seite. Ja, bitte. ja, vielleicht, also ich habe eine Kleinigkeit vergessen, nur falls die Frage aufkommt, oder vielleicht vorweggegriffen. Also das, so wie das jetzt hier dargestellt worden ist, ist jetzt, wir haben bei Siegwell sind jetzt schon 9 Rollouts durchgeführt worden, sowohl in Asien als auch jetzt in Europa. Also das, was wir ganz am Anfang gesehen haben an dem Strang. Also man hat das Ganze so auch schon 9-mal durchgeführt, jetzt aktuell in der Türkei, in China. Jetzt im Rollout, das heißt, die sind schon relativ weit fortgeschritten und Russland fängt jetzt an. Das heißt, man hat das jetzt schon, dieses Feedback darauf, inwieweit das so funktioniert und inwieweit die Zahlen da auch valide sind,
Das ist jetzt also schon an 11, 12 Standorten dann schon registriert worden. Und auch hier so zum Überblick, wir hatten ja vorhin auch diese drei unterschiedlichen Arten von Ländertypen. Also einmal mit so diese Komplexe, das war dieses Center of Excellence, wo man also ein oder mehrere Hauptproduktionsstandorte haben, die das verteilt an Blending Center und die das dann mischen. Die sind typischerweise ist die Rollout-Zeit dort zwischen 6 und 8 Monaten. Das ist also dann, wenn 100 bis 200 User und der Umsatz, ja, also 100 bis 200 User ungefähr im Land sind und viel mehr als drei Werke sind, dann ist das ungefähr das, was sich so eingependelt hat, dass man zwischen 6 und 8 Monaten braucht. Und bei den eher einfacheren, wo man also nur Blending Center hat, die also vom Ausland halt die Vorsatzstoffe kriegen und nur so eine Art Assembly machen, da ist man also bei 4 bis 6 Monaten mit dem. Das heißt, also, wenn wir so ungefähr 100 User haben oder bis 100 User, dann ist das ungefähr 4 bis 6 Monate so ein Rollout. Und bei den einfachen Sales-Einheiten, dann ist man also unter 3 Monaten, ist man mit dem Rollout durch. Aber da reden wir auch häufig nur von 10 Usern. Nur so als Base, also so ein bisschen so den Überblick, damit wir es einsortieren können, welche Größenordnung wir hier auch in den Standorten haben. Das ist ja sicherlich bei Ihnen, denn so auf dem Konzern kaum eine ganz andere Größenordnung. Aber ich denke mal, von den Zahlen her, von Rollout sind das schon griffige Zahlen, die auch übertragbar sind, sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Okay, da war noch Nachtrag. Danke. Super, vielen Dank. Ich habe auch eine erste Frage aus dem Chat. Die würde ich auch direkt an dir übergeben. Die kann man natürlich aus unserer Seite beantworten, aber ich glaube, das ist spannender mit der Projekterfahrung. Die Frage wäre, wie geht das mit den Prozessen, die nicht SAP-System enthalten, speziell auf dem Thema Testen bezogen? Wie geht man dann damit am besten im Projekt um? Also prinzipiell würden die auch im ARIS modelliert und theoretisch kann man damit natürlich auch über den SAP Test Solution, also diesen Test Workbench, könnte man diese Tests auch abfahren. Die Nachteile, die man hat oder wo es halt nicht so schön ist oder so, dass man da diesen direkten Absprung in die Transaktion, dass man den nicht hat. Aber grundsätzlich, letztendlich den Prozess zu haben, die Testcases dann über den Testdesigner anzulegen, das auf jeden Fall. Wie weit dort in einem, sage ich mal, mit Integration zum Solution Manager, dort wirklich auch dieses Testskript über die Test Workbench dann abgefahren wird, das käme darauf an, würde ich sagen. Das hängt davon ab, wie weit das eingebettet ist in einem SAP-Prozess oder einem Szenario, was auch SAP-Transaktionsschritt hat. Dann würde ich das empfehlen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man da auch eher andere Test-Tools, wie das HPQM oder HPCLM, ALM heißt es jetzt, dass dort natürlich das viel besser unterstützt wird, dass man eben nicht SAP-System unterstützt und testet. Und dort gibt es auch eine Integration vom ARIS zum HP-Test-Center. Ich hätte es nicht besser gesagt. Dankeschön. So, ich gucke nochmal im Chat, ob ich da Fragen sehe. Bis jetzt ist es relativ ruhig. Also entweder war das gut gemacht von uns oder wir haben die Leute erschlagen. Ich gehe vom Ersteren aus. Das wäre jetzt noch die Chance. Ansonsten gibt es ja natürlich weiterhin die Chance, direkt mit uns oder mit den Kollegen in Kontakt zu treten und da auch nochmal detaillierte Fragen nochmal durchzugehen. So. Dann sieht es jetzt ziemlich ruhig aus. Deswegen würde ich jetzt von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme heute. Rossel, an dich auf jeden Fall vielen Dank für die total spannenden Aufführungen. Und an die interessierten ja, Teilnehmer heute gibt es natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, im Nachhinein nochmal mit uns in Kontakt zu treten. Rossel, du noch was? Nein, also vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, alles schon gesagt und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Interesse haben, dass wir Ihnen dann wirklich entweder einen Referenzbesuch organisieren oder noch viel detaillierter dann die Funktionalitäten oder die Vorgehensweise darstellen. Gut, dann tschüss. Und einen schönen Tag. Tschüss.